und guten Abend. Mein heutiger Gast steht an der Spitze von 61 Kirchengemeinden und rund 202.000 Christen im evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband Hannover. Und ich finde es schön, dass er mein letzter Gast vor Weihnachten ist. Bei mir ist Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann. Herzlich willkommen, Herr Heinemann. Vielen Dank, Frau Berger. Bei uns im Studio brennen auch schon die Adventskerzen. Sind Sie denn jetzt auch schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Na jetzt, nein, Weihnachtsstimmung bald. Aber natürlich sind die Tage vom Fest jetzt ja gezählt und es kommt auf uns zu. Das ist eine schöne Vorfreude, ja. Es ist ja nun leider so, dass ab September, Oktober schon die Lebkuchen in den Geschäften liegen. Am 26. November wurde der Weihnachtsmarkt eröffnet. Wann fängt das denn so bei Ihnen in Ihren Herzen so an mit der Vorfreude auf Weihnachten? Ja, tatsächlich mit dem Advent. Also wenn wir das Haus schmücken für den ersten Advent, wenn ich, im Regelfall habe ich Gottesdienst am ersten Advent, wenn ich mich vorbereite auf den Gottesdienst, also mit diesem Wochenende, mit dem Wochenende des ersten Adventes. Sie haben ein Gesangbuch mitgebracht? Mhm. Ich würde Sie gerne mal fragen, was ist denn Ihr liebstes Lied jetzt so kurz vor Weihnachten? Also von den Weihnachtsliedern entscheide ich mich immer gerne für Ich stehe an deiner Krippen hier, ein Lied, das Paul Gerhardt getextet hat, ein wunderbarer deutscher Dichter. Und das einzige, der einzige Choral in unserem Gesangbuch, wo die Melodie von Johann Sebastian Bach stammt. Also man kennt das Weihnachtsoratorium und all seine wunderbaren Kantaten, aber dass es eine Melodie von ihm gibt, das wissen viele nicht. Wäre das jetzt vermessen, wenn ich Sie bitte, diese Melodie mal anzusingen? Nein, vermessen nicht, aber ich bin natürlich kein Profisänger. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Ja, da wird es einem richtig warm ums Herz. Weihnachten, das Fest der Liebe und Freude, wir werden noch ausführlicher drüber reden. Aber erstmal wollen wir auch mal ein bisschen über Sie reden. Ich frage mal jetzt ganz schlicht, was macht so ein Stadtsuperintendent eigentlich? Also ich sage manchmal ein bisschen salopp, ist ein Kirchenmanager, also einer, der viel Verwaltung, Leitung macht, sehr viel Gespräche führt, sehr oft in Sitzungen sitzt. Aber man bleibt natürlich, Gott sei Dank, zuallererst ein Pastor. Ein Stadtsuperintendent ist ein Pastor, wie alle Pastorinnen und Pastoren, hat den Auftrag zu predigen, auch erlebt man manchmal Seelsorge, zu lehren, zu unterweisen. All die klassischen Aufgaben des Pastors, die bleiben, Gott sei Dank. Bei mir hat das dann den Schwerpunkt der Predigt in der Marktkirche vor allem. Wir sehen Sie eben gerade kurz auf einem Foto mit Ihrem Vorvorgänger Hans-Werner Danowski und dem Bischof Meister. Aber ich würde Sie gerne noch mal was Weiteres fragen. Im Sommer hatte die Diakoniestiftung Jahrzehntes Bestehen. Sie haben dort ein Gespräch mit unserem Oberbürgermeister Weil geführt über ein Wort von Jeremia, suchet der Stadt Bestes. Das ist natürlich für einen Stadtsuperintendent das richtig geeignete Wort. Aber sagen Sie mal, was ist denn das Beste, was ein Stadtsuperintendent für seine Stadt suchen kann? Also zuerst mal natürlich, dass es den Menschen in dieser Stadt gut gehen kann, dass sie in Frieden leben können, in Gerechtigkeit. Das sind die großen Themen. Und wir natürlich als Geistliche in besonderer Weise auch, dass wir uns um die Seele der Stadt mühen, um die Seele der Einzelnen und darauf achten, dass sie nicht durcheinander gerät über Gebühr. Nun gibt es ja viele Religionen, wir wollen jetzt nicht im Einzelnen darüber diskutieren, aber wo ist der gemeinsame Nenner, wenn Sie zum Beispiel an Ihre katholischen Kollegen denken oder Ihre jüdischen Kollegen, wo ist der gemeinsame Nenner, was der Menschen oder der Stadt Bestes ist? Also das Thema Gerechtigkeit, aber das bewegt ja viele, das umfasst ja manche Facette. Ich denke, das ist auch ein zentraler theologischer Begriff, der uns auf alle Fälle mit den Juden verbindet als Christen. Das kann man wirklich an einem Begriff allein festmachen. Ja. Aber wir als Christen hoffen auf die kommende Welt Gottes. Jetzt feiern wir sie ja gerade in besonderer Weise. Wir glauben, dass die Welt nicht Gott verlassen ist. Und dafür zu sorgen, dass dieser Glaube eine Gestalt hat, also sozusagen der Gottverlassenheit im ganz tiefen Sinn des Leides auch zu widerstehen, entgegenzuwirken, das ist unsere Aufgabe. Reden wir noch mal ein bisschen über Sie. Wir haben ja so einen Brauch in der Sendung. 10
Sätze zu ergänzen. Sie sind zwar kein gebürtiger Hannoveraner, aber Sie sind doch, glaube ich, schon ein richtig eingefleischter Hannoveraner, überzeugter Hannoveraner geworden. Wenn Sie darum die erste Frage, die immer standardmäßig in der Sendung vorkommt, ich liebe Hannover, weil? Weil ich hier so liebenswerte Menschen getroffen habe, die es mir auch leicht gemacht haben, hier anzukommen. Ich liebe überhaupt die norddeutsche Tiefebene und da lebt man hier schon. Ja. Mein schönster Platz in Hannover ist? Das ist natürlich die Marktkirche, vor der Marktkirche und in der Marktkirche. Mein, in Klammern, historisches Vorbild ist? Ich trage den Namen von drei bedeutenden Theologen, Martin Luther, Martin Niemöller, Martin Luther King, finde ich sehr eindrucksvoll, aber eigentlich ist mein Vorbild mein Vater, mein verstorbener Vater. Warum? Er war ein einfacher, aufrechter, unbestechlicher Mensch. War er auch Theologe? Nein, mein Vater war Kaufmann. Okay, mein Lebensmotto lautet? Da fällt mir mein Konfirmationsspruch ein. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Richtig schwach werde ich, wenn? Oh, wenn das Essen gut ist. Was ist ein gutes Essen für Sie? Und es hinterher noch einen guten Tiramisu geht. Ja. Nein, es gibt viele wunderbare Lokale, wo man merkt, es ist mit Können und mit Liebe gekocht. Und dort mit netten Menschen zusammenzusitzen und zu essen, das ist mir eine große Freude. Da kann ich schwach werden. Ja. Christsein bedeutet für mich? Im Leben und Sterben voller Hoffnung zu sein, gelassen zu sein, aber auch engagiert, ja, für die Welt einzustehen. Kraft schöpfe ich? Gerne im Urlaub. Stimmt es, dass Sie Griechenland-Fan sind? Wir gehören zu den glücklichen Menschen, dort ein Ferienhäuschen zu besitzen. Schön. Und sind oft dort. Ja. Was fasziniert Sie an Griechenland? Kurz dazwischen gefragt. Die heitere südeuropäische Lebensart, dieses Ungezwungene, das, was wir manchmal als chaotisch erleben als Deutsche, ja, das hat natürlich auch was Reizvolles, vor allem im Urlaub. Ja. Mein schönstes Hobby ist? Ich lese sehr gerne. Ich lese sehr, sehr viele Krimis, aber ich lese auch gerne Theologie, Politik, auch mal den einen oder anderen Roman, da bin ich noch ein bisschen schwach drin, das ist dann zu intensiv oft, aber ich lese sehr gerne. Was liegt denn auf Ihrem Nachttisch zurzeit? Zurzeit wartet ein Nesser, ein Krimi von Nesser. Ja, auf die Lektüre. Den habe ich aber schon seit einigen Tagen dort liegen. Ja. Na gut, irgendwann wird die Zeit da sein. Wenn ich mal traurig bin? Dann habe ich Halt in meiner Familie. Als kleiner Junge wollte ich? Immer groß werden, weil ich zwei erwachsene Brüder habe. Die waren natürlich ganz wesentlich. Ich wollte immer groß werden. Und körperlich ist es ja auch gelungen. Es ist gut gelungen. Sie sind groß geworden, Sie sind Stadtsuperintendent geworden. Vielleicht können Sie mal ganz kurz die wichtigsten Stationen bis zum Stadtsuperintendent für uns erzählen. Also ich glaube, was auch bis heute wichtig ist für meinen Beruf, ich habe immer viel Musik gemacht. Ja. Bin auch Kirchenmusiker, zwar nur ein kleiner und unbedeutender, aber immerhin. Ansonsten, ich habe Theologie studiert und war dann aktiv immer in Wiesbaden. In der hessischen Landeshauptstadt. Ich bin kein Wiesbadener, ich bin dort hingekommen zu meiner ersten Pfarrstelle. In der Gemeinde war ich Stadtjugendpastor in Wiesbaden, dann wieder in einer großen Innenstadtgemeinde und dann Dekan, hauptamtlicher Dekan. Das ist vergleichbar mit den Superintendenten hier in der Hannoverschen Landeskirche. Und sind Sie gewählt worden? Im Juni 2010 haben Sie Ihr Amt angetreten hier in Hannover. Ja. Wir haben ein schönes Foto von Ihrem Einführungsgottesdienst. Sie sitzen mit Stefan Weil und Ihrer Frau Edeltraut Glänzer in der ersten Reihe. Wissen Sie noch, was Ihnen da so beim Einführungsgottesdienst durch den Kopf gegangen ist? Es ist sehr eindrucksvoll, in die Marktkirche einzuziehen. Eine wunderschöne Kirche. Und es ist einfach bewegend. Also eingeführt zu werden, ist schon ein alter theologischer Begriff, auch eine Gnade. Ja. Es wird einem ein Amt anvertraut, man ist gewählt worden, man musste durch so einen ganzen Prozess durch. Und dann kriegst du vor Gott und Menschen dieses Amt anvertraut. Das ist schon sehr bewegend. Ja. Sie sind seit 21 Jahren mit Ihrer Frau Edeltraut Glänzer verheiratet. Wo haben Sie sich kennengelernt? Was mögen Sie an ihr? Naja, sie ist ja Hannoveranerin. Ich habe sie vor dieser Kirche kennengelernt. Naja, sie war damals bei Pastor Walter Lampe im Stadtjugenddienst tätig. Und ich habe sie, ihre Stimme am Telefon kennengelernt, weil Walter Lampe und der Stuttgarter Kollege und ich, wir waren gemeinsam Vorstand der Stadtjugendpfarrerkonferenz. Aber tatsächlich am 8. Mai
1985 vor der Marktkirche, das war so der Blickkontakt, wo es geklickt hat. Hat es geklickt und das hält bis heute. Ja. Ihre Frau ist inzwischen im Hauptvorstand der IG Chemie tätig, Kirchenmann und Gewerkschaft. Man sieht ja Parallelen irgendwie, beide kümmern sich um die Menschen. Mhm. Wie hilft das Ihnen gegenseitig so in der Arbeit? Ich darf mal mit einer persönlichen Bemerkung anfangen. Ja? Das ist ja die IG Bergbau Chemie Energie. Mein Großvater mütterlicherseits war Bergmann und meine Frau ist heute in der Gewerkschaft aktiv, die auch die Bergbauern vertritt. Das ist interessant, das mal als Seitenanmerkung, in der Tat kommt sie aus der alten Chemie. So schließen sich Kreise manchmal, ja? Das ist ja in vielerlei Hinsicht ist das ja naheliegend, unsere Berufstätigkeit. Und sie hat sich in den Interessen auch noch angenähert, das kommt noch dazu. Meine Frau ist ja heute als Ehrenamtliche von den Gewerkschaften nominiert, Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und mittlerweile auch des Rates der EKD. Da wird was deutlich. Das ist ja ein politischer, ein religiöser, ein engagierter Blick auf die Welt, der uns verbindet. Das Schöne ist, unsere Berufe haben manche Ähnlichkeiten, sind aber dann doch sehr verschieden. Und so kommen unsere Welten selten ins Gehege. Aber Sie haben sich auch immer viel zu sagen, weil aus Ihren unterschiedlichen Perspektiven. Ja, auch viel zu erzählen, vor allen Dingen, wie man das erlebt, in so einer Rolle zu sein. Wir haben ja nur beide eine Leitungsaufgabe, ich auf einer regionalen Ebene, Sie auf Bundesebene. Und natürlich die Themen, die einen verbinden, aber wie jeden engagierten Bundesbürger. Ja, also dann ist man einfach ein politischer Mensch und das, was in Tagesthemen läuft oder im Heute-Journal, das ist dann Thema am Küchentisch. Ja. Beim Einführungsgottesdienst waren auch Ihre drei Kinder dabei, der jüngste Philipp und Britta und Lars. Welche Werte haben Sie dann Ihren Kindern mitgegeben? Ach, mit den Werten, da bin ich zurückhaltend. Ich wünsche meinen Kindern, habe ihnen immer gewünscht, dass sie glückliche Menschen werden, die aufrecht gehen können und ihr Leben gestalten können. Und nehme voller Dankbarkeit wahr, dass das so ist bei allen dreien. Ja. Das scheint auf guten Boden gefallen zu sein, denn Ihr Sohn wird auch Theologe, habe ich gehört. Der Älteste ist Theologe, der ist ja auch schon ein paar Jahre älter, sind ja die beiden Ältesten sind aus meiner ersten Ehe. Der wird jetzt ordiniert in Frankfurt, das freut mich natürlich sehr. Also in meiner alten Heimatskirche, ja, und dass er ordiniert wird. Aber auch meine Tochter, die ist Medienwirtin und arbeitet also in der Beratungsindustrie, sage ich mal, in einer Agentur. Ich habe viel Freude an meinen Kindern, der Kleine macht jetzt bald Abi. Schön, weiter alles Gute. Dankeschön. Reden wir mal über ein etwas weniger erfreuliches Thema. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt, auch in Hannover ständig. Vor 10 Jahren waren es noch 233.931, ich habe es jetzt mal ganz genau. Jetzt sind es in Ihrem Verband 202.472. Woran liegt das denn eigentlich? Das hat vor allen Dingen auch demografische Gründe. Die evangelischen Kirchen sind sehr deutsche Kirchen, wenn man so will. Ja, also sind nicht so international wie die katholischen Gemeinden, die ja andere Muttersprachen auch haben. Das haben wir traditionell nicht. Und insofern sind wir ein Teil der gesamtgesellschaftlichen Veränderung. Wenn man über den Weihnachtsmarkt geht in diesen Tagen in Hannover, dann hast du die Welt im Ohr. Mhm. Ja, alle Welt lebt hier. Alle unsere großen Städte in Deutschland sind Weltstädte heutzutage. Und das merken wir als Protestanten besonders. Dann kommt noch die andere, jetzt darf ich es mal so nennen, Unsitte dazu, dass viele Menschen sich aus der Kirche zurückziehen. Finde ich sehr schade, trifft mich auch jedes Mal. Also das vereint sich so. Ja. Wir haben eine sehr niedrige Geburtenrate. Es sterben in jedem Jahr viel mehr Evangelische, als Kinder getauft werden. Es gibt regelmäßig, zwar nicht mehr in großen Zahlen, Austritte, aber das sind die Gründe. Damit werden wir noch ein bisschen leben müssen. Also ich habe nachgelesen, nur 13% der Kinder lassen sich noch evangelisch taufen, obwohl 34% der Hannoveraner Lutheraner sind. Ich stelle das ja mal hin, ich will jetzt nicht mit Ihnen über Statistik reden, sondern ja, viele von den 34% haben keine kleinen Kinder mehr. Der größte Teil. Ich wollte eigentlich eine andere Frage einleiten. Und zwar, Luther hat ja diesen berühmten Satz gesagt, dem Volk aufs Maul schauen. Schaut die Kirche dem Volk noch genug aufs Maul? Oder anders gefragt, spricht die Kirche die Sprache der Menschen? Auch müsste sie nicht lieber Facebook, Twitter und Xing belegen? Das wäre ja kein Widerspruch. In der Tat meine ich, bleibe ich mal da hinten, dass wir an der Stelle ein bisschen aufholen müssen, also mit den sozialen Netzwerken.
da merkt man immer, dass wir doch auch eine sehr gut bürgerliche Kirche sind, ja, und eben auch die älteren Semester eher sich dort engagieren. Und unsere Jugendlichen leben einfach in anderen Welten. Da, finde ich, haben wir manchmal ein bisschen Nachholbedarf. Aber ich habe eben das andere angedeutet. Wenn ich in einer Stadt lebe, wo mindestens 30% der Menschen eine andere Muttersprache haben als ich, da ist es schon schwer, denen aufs Maul zu schauen. Ich verstehe das ja gar nicht, ja, um es mal an diesem Beispiel zu sagen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Luther hat in einer Zeit gesprochen, wo es sozusagen eine homogene Stadtgesellschaft gab, die in einer gewissen Weise geprägt war, alle einheitlich. Mit denen kann ich natürlich dann auch zanken in einer Sprache. Das ist in den vielen Milieus einer modernen westeuropäischen Großstadt natürlich ein bisschen anders. Ja. Wir haben zwei Fotos vorbereitet. Wir zeigen sie nur beispielhaft für die Aktivitäten, die Sie machen. Das eine ist die Gründung eines Kurzentrums. Das andere ist die Lange Nacht der Kirchen. Wir sehen Sie da gleich mit Doris Schröder-Köpf. Das führt mich aber zu der Frage, dass trotzdem der Schrumpfungsprozess sehr schmerzlich für Sie spürbar ist, trotz aller Aktivitäten, trotz aller, was Sie tun, weniger Gläubige, weniger Gotteshäuser. 6 Kirchen sind schon dicht, 3 weitere sollen geschlossen werden. Wie sehr schmerzt Sie das denn? Ich würde das nicht Schrumpfungsprozess nennen. Also ich will jetzt keine Wortglauberei betreiben, aber ich betrachte es eher so, wir sind in der Tat zur Änderung herausgefordert. Das ist ein Thema der Bibel, schon immer, ja, dass das Volk Gottes, dass die Menschen dieser Welt auch zur Änderung provoziert sind. Und es ist uns einfach nicht an der Wiege gesungen, dass alles immer gleich bleibt. Wir haben Jahrzehnte mit großem, auch wirtschaftlichem Erfolg der großen Kirchen hinter uns. Und wir können uns immer noch nicht beklagen im weltweiten Zusammenhang. Aber die Kirche ist herausgefordert, sich zu verändern und zu schauen, wie sie in Kontakt mit den Menschen bleibt. Dass die Zahlen kleiner werden, ist für mich noch nicht unbedingt ein Fiasko. Es stimmt mich manchmal traurig. Klar, es ist schön, in einer großen, vollen Kirche zu feiern. Ich bin eher mit anderen gemeinsam auch auf der Spur, was bedeutet das alles für uns? Und wo sind die angemessenen Antworten? Gibt es schon eine Antwort, die Ihnen jetzt so auf der Zunge lege? Oder sind also jedenfalls denke ich, wir dürfen unser Eigentliches nicht aufgeben. Also das, was uns anvertraut ist. Und das sind die zwei großen Kernthemen, sondern die frohe Botschaft, Freude, die allem Volk widerfahren soll, sagen wir an Weihnachten. Dass es Sinn macht, in der Welt zu leben und auf die Zukunft hinzuleben, das ist ja ein Zentrum des Glaubens. Und dass dazu gehört, die Welt anzunehmen und zu gestalten, also Diakonie, sich insbesondere den Armen, den Schwachen zuzuwenden und Erlösung nicht nur als Wort zu predigen, sondern auch zu leben. Ich würde doch noch mal ganz gern bei einem ganz profanen Thema bleiben, nämlich der künftigen Nutzung der Gotteshäuser. Ja. Eine Kirche, die Gustav-Adolf-Kirche, wurde zur Synagoge, andere stehen zum Verkauf an. Aber wie wäre denn, wenn jetzt jemand bei Ihnen anklopfte und sagte, ich würde gern, dass diese Kirche eine Moschee wird? Da gibt es immer so ein Luftholen bei uns, nach wie vor. Es gibt ja auch noch eine Linie der Hannoverschen Landeskirche, die die Altbischöfin, wenn man das denn so sagen kann, bei Frau Käßmann noch ausgegeben hat, dass wir uns das nicht vorstellen können. Da ist auch nach wie vor eine große Zurückhaltung, weil es so viele Gefühle berührt in der europäischen Geschichte. Insofern zielen wir immer zuerst auf andere Nutzungsoptionen. Ich persönlich denke, wir werden uns früher oder später auch mit dieser Frage offener beschäftigen. Also ich freue mich darüber, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, die wenigstens das Gespräch schrittweise immer weiter eröffnet. Also auch mit Religionen, die uns historisch fremd sind und die wir als sehr abständig empfinden. Das ist bei den Juden übrigens anders. Das finde ich berührt mich sehr. Ich bin nach Hannover gekommen und habe das mit der Synagoge, der neuen Synagoge der liberalen jüdischen Gemeinde gelernt, sozusagen hier kennengelernt und bin davon berührt, weil das ist die Wurzel, aus der das Christentum gewachsen ist. Sie haben ein gutes Verhältnis mit der katholischen Kirche hier. Es gibt ein schönes Foto, wie Sie mit dem Propst Martin Tenge gemeinsam Osterkerzen austauschen. Gemeinsam predigen Sie auch jetzt die Botschaft von der Geburt des Heilands. Aber warum reichen diese großen Gemeinschaften eigentlich nicht aus, um die Ökumene dahingehend zu vollenden, dass man vielleicht mal gemeinsam das Abendmahl feiert? Ach, das ist ja ein Wunder des Herrn, wäre das, ja? Und ein Werk Gottes auch. Also das sagen wir nicht nur so als theologische Floskel dahin. Es gibt ja auch Gründe, wo wir uns unterscheiden, auf beiden Seiten. Ich finde, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir heute in der Situation sind, viel Ökumene an der Basis miteinander zu teilen.
Ich vermute, dass ich persönlich diese Freude des gemeinsamen Abendmahls nicht erleben werde. Aber es gehört sich auch nicht gegenüber Geschwistern, ihnen zu sagen, wie sie ihr Haus bestellen. Und da sind wir Geschwister, die Katholiken und die Protestanten. Und irgendwann gehört es auch zu unserem Respekt, das nicht über Gebühr zu kommentieren. Wir haben da unterschiedliche Vorstellungen, das ist der Welt seit 500 Jahren bekannt. Und wir haben unsere evangelischen Vorstellungen dazu, die leben wir auch fröhlich. Ich bin dankbar für das, was möglich ist. Ich finde, wir sollten in der Gegenwart schauen, was können wir gemeinsam tun und nicht zuerst, was können wir nicht gemeinsam tun. Macht der jetzige Papst mit seiner doch strengen Haltung die Ökumene schwieriger? Es hat sich was verändert. Also jedenfalls in meiner aktiven Zeit gab es auch schon Zeiten, da war es leichter und heiterer als zur Zeit. Ob das an Benedikt hängt, so genau kann ich das nicht beurteilen. Da bin ich nicht katholisch genug, um das im Einzelnen beurteilen zu können. Aber sie sind sehr katholisch, die Katholiken. Das sollte uns nicht überraschen. Ja, wir sind ja auch sehr evangelisch. Und keiner mag sich so richtig fortbewegen von seinem Punkt. Ja, sage ich nochmal, ist nicht nur mögen. Es ist auch die Frage an manchen Stellen, ob es geht, ob man das kann. Das weiß man ja aus dem persönlichen Leben. Es gibt Situationen, die sind nicht einfach aufzubrechen. Aber es ist eine Herausforderung, die uns bleibt. Also ich persönlich gehe davon aus, wir sind zur Ökumene provoziert von Christus selbst, von dem Herrn der Kirche. Und das ist eine starke Provokation. Und wir werden Rechenschaft ablegen müssen und manchmal stottern wir. Klar. Auf jeden Fall feiern wir am 24., ob evangelisch oder die katholisch, dass die Geburt von Jesus, wir gucken auf die Krippe. Wie ist das denn eigentlich so bei Ihnen? Gibt es aus Ihrer Kindheit irgendwelche besonderen Weihnachtsbräuche? Haben Sie besondere Weihnachtserinnerungen? Ich habe Gott sei Dank wir haben eine Mutter gehabt, sie lebt jetzt leider auch nicht mehr, wie der Vater auch nicht, bei der wir wirklich Advents- und Weihnachtsfreude gelernt haben. Die hat darin gelebt und das finde ich ist eines der größten Vermächtnisse meiner Mutter, weil sie uns gelehrt hat und vorgelebt hat, sich auf das Fest zu freuen. Insofern sind das jetzt nicht besondere Bräuche, der Weihnachtsbaum in der Familie, die Bescherung, aber natürlich immer im Gottesdienst gewesen zu sein. Im Nachhinein ist eine schöne Erinnerung, wir sind in einer Gemeinde groß geworden, wo es einen Posaunenchor gab und wo selbstverständlich war, dass wir Kinder alle, auch meine großen Brüder, im Posaunenchor mitspielten. Es gibt wunderbare Erinnerungen für mich, wenn wir nach Gießen in die Kreisstadt fuhren und am Heiligabend als junge Leute vor den Krankenhäusern Choräle gespielt haben und man die dankbare Freude von Menschen erlebt hat über diesen Gruß. Ja, also das, wie soll man denn sagen, die Intensität des Festes war spürbar in der Welt. Das ist eine sehr schöne Erinnerung, das ist mir bis heute geblieben. Die Kirchen haben ja auch einen gemeinsamen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Ich darf es verraten, in diesem Jahr sind Sie durch eine Entzündung im Bein etwas gehandicapt. Ja, genau. Aber wenn Sie es so generell sagen, was bedeutet der Weihnachtsmarkt so für Sie? Besuchen Sie ihn oft, solange Sie hier in Hannover sind? Also ich gehe da immer gerne drüber, schon immer, weil ich in der Tat den Duft und diese Zeit schön finde. Schleiermacher, der berühmte Theologe, hat ja mal gesagt, wir feiern da jedes Mal neu die Geburt der Welt. Ja? Und er hat das ja sehr empfohlen in der deutschen Spätromantik, sich daran zu freuen, am Schenken, an den Düften und so weiter. Das teile ich ein Stück weit. Und den Weihnachtsmarktstand gemeinsam mit Martin Tenge an einem Nachmittag zu betreuen, ist immer ein großes Vergnügen für uns. Ja. Macht immer Spaß. Der Kolumnist Franz Josef Wagner, man mag ihn mögen oder nicht, hat in der Welt am Sonntag gerade einen Kommentar geschrieben. Und da hat er geschrieben, die schönste und zugleich unglaubwürdigste Geschichte der Menschheit ist diese Geschichte von der Geburt Jesu. Und kann man sie überhaupt auf historische Wahrheiten abklopfen, wie es der Papst jetzt ja in seinem neuesten Buch versucht? Oder muss man irgendwie ganz anders mit dem Herzen drangehen als unbedingt so mit dem Kopf? Das ist ja kein Entweder-Oder. Es ist keine Frage, dass irgendwann in dieser Welt ein Menschenkind geboren wurde, was wir dann als Jesus von Nazareth, als Wanderprediger, Wunderheiler, wir glauben ihn als Gottessohn und Messias, ja, dass der eine historische Figur war, wird niemand ernsthaft bestreiten können. Wir wissen, das ist eine Erzählung in der Tat, eine wunderschöne Weihnachtserzählung mit viel Theologie. Ich würde das nicht zum Entweder-Oder erklären und würde auf alle Fälle sagen, die unglaubwürdigste ist sie nicht. Ich kenne viele Geschichten, die halte ich für sehr viel unglaubwürdiger als diese Weihnachtsgeschichte. Wie viele Chancen hat dieses
arme Kind in der Krippe denn gegen diesen gewaltigen Kommerz mit der überbordenden Weihnachtsbeleuchtung, die, wie wir sie auch gerade wieder in Hannover haben? Also das arme Kind in der Krippe ist auch der Mann am Kreuz. Ja? Also insofern, er hat ja auch gelitten an der Welt und entscheidend gelitten. Ich stelle mir mal vor, er würde auch nicht alles vergnügungssteuerpflichtig finden, was er das hier erlebt, ob hier oder anderswo. Das ist ja jetzt nichts Besonderes an Hannover. Aber ich denke, in jedem Augenblick, wo einem Menschen Freude das Herz fährt oder auch eine Zuneigung zu einem anderen Menschen, da würde er sich mitfreuen. Also auch an unseren modernen Bräuchen. Aber er würde mit Sicherheit nicht seine Seele verkauft haben wollen. Und wenn wir sie verkaufen in so einem Kaufstress, dann ist er, glaube ich, nicht sehr glücklich, der Christus. Nun sind ja Weihnachten die Kirchen voll. Sie hatten im Vorjahr, glaube ich, eine schöne Aktion. Nach oben schauen mit Trompeten haben Sie im Advent dafür geworben, dass man mal woanders hinguckt. Wir haben da auch noch ein schönes Foto von. Aber die Kirchen sind Weihnachten voll. Ärgert Sie das oder macht Ihnen das ein bisschen Hoffnung, dass die Botschaft die Menschen doch noch erreicht oder doch besser erreicht, als man so im Laufe des Jahres bei den leeren Kirchen spürt? Ja, mit den leeren Kirchen. Also ich freue mich, wenn die Weihnachten die Kirchen voll sind. Das ist einfach schön. Es ist ein schönes Zeichen, dass Menschen etwas suchen und auch finden, denn sie kommen ja wieder. Ich finde es schade, wenn Gemeinden wirklich zerfallen oder zerbröseln. Nun erlebe ich das gar nicht. Eine leere Kirche erlebe ich in der Marktkirche nicht. Von daher kann ich das jetzt gar nicht so sagen. Ich habe es schon immer auch schön gefunden, wenn hinterher der ganz große Auflauf auch wieder ein bisschen ruhiger wird. Das muss ich auch einräumen. Also immer Heiligabend muss nicht sein. Das hat schon Heinrich Böll in seiner Kurzgeschichte wunderbar thematisiert. Jeden Tag Weihnachten ist langweilig. Das kann man nicht. Es soll ein besonderer. Es ist ein Fest und wenn immer nur Fest ist, dann ist es keins mehr. Ja. Herr Heinemann, das haben Sie ganz toll gesagt, aber wir wollen jetzt die letzten Minuten der Sendung noch mal ganz konzentriert auf Weihnachten richten. Und es wäre sehr schön, wenn Sie an die Hannoveranerinnen und Hannoveraner eine kleine Weihnachtsbotschaft zum Ende der Sendung richten würden. Das ist Ihre Kamera. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in Hannover, ich wünsche Ihnen erstmal ein frohes Christfest. Ein Fest, an dem auch Sie Freude empfinden können und eine Aufmerksamkeit und Wiederentdeckung von dieser wunderschönen Engelsbotschaft. Fürchtet euch nicht in einer Welt, die uns zu Recht so viel Sorge macht und manchmal auch Angst macht, daran festzuhalten, dass wir glauben und jetzt feiern, Gott kommt in die Welt. Gott wird ein Menschenkind, wie wir, und ist ganz nah bei uns. Das ist eine Quelle von Kraft und Hoffnung. Sicherlich immer wieder neu und nicht nur an Weihnachten. Aber es jetzt zu erleben und zu feiern, das wünsche ich Ihnen. Und alles, was für Sie schön ist dabei. Und ich wünsche unserer Welt, dass sie diese Botschaft nicht vergisst und ihr nicht verloren geht. Und dass wir unseren Teil dazu tun, dass sie in der Welt lebendig ist. Das wäre mein Weihnachtswunsch oder ist mein Weihnachtswunsch für meine Stadt und für uns alle. Auch ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und es wäre ganz schön, wenn wir die Sendung noch mal mit einem Weihnachtslied ausklingen lassen würden. Singen. Ich verabschiede mich schon mal bei Ihnen und wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein Pracht. Mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Danke und frohe Weihnachten, auch für Sie und Ihre Familie. Dankeschön.